Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein super leckeres veganes Rezept für euch, und zwar für Fried Rice mit Kimchi. Dafür benötigen wir zuallererst 400 Gramm Langkornreis, ihr könnt aber natürlich auch jede andere Reissorte nehmen, die ihr gerne mögt. Sowie 2 Esslöffel vegane Butter, natürlich würde auch Margarine gehen, aber mit der veganen Butter schmeckt das, ja, gibt es einfach einen besseren Geschmack ab, weil wir den Reis und alles ja anbraten damit. Sowie 3 Teelöffel rote Currypaste und einen Teelöffel Sesamöl. Es geht weiter mit 1 Esslöffel Sojasauce, zudem etwas Salz, kann aber sein, dass das Salz gar nicht benötigt wird, einfach am Ende optional zum Abschmecken. Dann eine Zwiebel sowie eine sehr große Knoblauchzehe, ansonsten verwendet ihr einfach 2 normale, und ein Stück Ingwer, so circa 2 cm groß, außerdem Sesamkörner. Ich verwende wie immer schwarze und weiße gemischt, das am Ende zum Garnieren, da könnt ihr so viel nehmen, wie ihr mögt, könnt es auch weglassen, wenn ihr es nicht mögt. Und 1-2 Frühlingszwiebel hole ich mir auch noch aus meinem Hochbeet, kommt auch erst am Ende drüber, könnt ihr auch geschmacklich so viel drauf geben, wie ihr gerne habt. So, dann das Wichtigste, wenn ich jetzt sonst nichts vergessen habe, ja, oder das mitunter Wichtigste, Kimchi. Ich habe hier natürlich fertiges Kimchi, ihr könnt auch selbstgemachtes Kimchi verwenden. Das Glas hat jetzt hier 440 Gramm. Ich werde auch das ganze Glas verwenden, könnt ihr gerne auch nur das halbe nehmen, müsst ihr für euch entscheiden. Also ich nehme einfach das ganze Glas, da könnt ihr so viel reinkippen, wie ihr mögt. Und von der Flüssigkeit bitte nicht komplett abgießen. Davon benötigen wir von dem Einlegsud nämlich auch noch so einen guten Schuss. Ja, und das wären jetzt auch schon alle Zutaten, würde ich sagen, und wir können beginnen. Es geht los, und zwar habe ich meine Zwiebel klein gewürfelt, mein Stück Ingwer vorbereitet. Das werde ich, also ihr könnt das entweder jetzt klein fein schneiden mit dem Messer oder mit der Reibe reiben. Ich reibe das jetzt mit der Reibe, geht ein bisschen schneller. Und die Knoblauchzehe habe ich auch geschält, die könnt ihr auch klein fein schneiden, oder ich mache das natürlich mit der Knoblauchpresse wie jedes Mal. Meinen Reis, wie man vielleicht hört, die 400 Gramm, habe ich schon in einem Topf mit Wasser. Der ist jetzt auch sofort fertig, in circa 2 Minuten. Dann siebe ich den ab. Und weil der jetzt auch schon fast fertig ist, der muss nämlich vorher fertig gekocht sein, weil wir den nämlich mit in die Pfanne hineingeben. In einer Pfanne habe ich jetzt 2 Esslöffel vegane Butter hineingegeben. Wie gesagt, ihr könnt auch Margarine verwenden, aber vegane Butter, da schmeckt das Ganze besser. Die schmilzt gerade, und wenn die Butter jetzt geschmolzen ist, die vegane, gebe ich hier meine Zwiebelwürfel rein, mein Ingwerstück, das reibe ich jetzt noch, und presse die Knoblauchzehe auch mit hinein. So, mein Reis ist fertig, den habe ich von der Herdplatte genommen. Mein Kimchi-Glas habe ich geöffnet, und zwar habe ich das so gemacht, dass ich hier mit einem Löffel reingedrückt habe und dann vom Saft hier schon mal was abgegossen habe. Ihr seht ja die Menge, also ja, ich habe es jetzt leider nicht abgewogen, aber so in etwa benötigen wir. Und den Rest habe ich dann komplett ins Spülbecken gegeben. Jetzt habe ich hier nur noch das Kimchi drin und hier den Saft. Dann geht es jetzt hier zur Pfanne. Wie gesagt, die 2 Esslöffel Butter schmelzen, Zwiebel, Ingwer und Knoblauch anbraten. Jetzt geben wir das Kimchi dazu. Plus vom Saft. So, jetzt habe ich das leicht runtergedreht, aber nicht zu viel, weil wir das ja schon angebraten haben wollen. Dazu kommen jetzt die 3 Teelöffel rote Currypaste dazu. Ich nehme auch so leicht gehäuft, also es ist schon was Scharfes. Ihr könnt aber gerne auch erstmal nur 2 nehmen und dann abschmecken, wenn ihr euch da nicht sicher seid, ob es vielleicht zu scharf ist. So. Das wird jetzt auch noch hier schön einmal vermengt. Und dann drehe ich das Ganze jetzt wieder hoch auf volle Stufe. So, alles auf, also es ist ein super schnelles Rezept eigentlich. Auf volle Stufe wieder, und jetzt kommt auch schon der Reis. Und das Ganze jetzt schön lange unterheben, damit der Reis auch den Geschmack abbekommt. Also ihr seht, das ganze Glas Kimchi ist wirklich nicht viel.
Man könnte sogar noch mehr reingeben. Ihr könnt auch weniger Reis natürlich machen. Geht auch. Ich koche nur jetzt für quasi für 4 Portionen. Beziehungsweise wollen wir da 2-mal von essen, also auch gleich für morgen noch mit. So, und das jetzt schön auf höchster Stufe anbraten, weil es wird ja ein Fried Rice. So, und das habe ich jetzt schön angebraten, mache ich aber noch ein bisschen länger. So, jetzt kommt noch ein Esslöffel Sojasauce drüber. Ich glaube, ich nehme 2, ich schreibe euch 2 rein. Ist ein bisschen besser. Dann spart man sich nämlich auch das Salz. Also ich werde kein Salz mehr verwenden. Ich schreibe es euch unten nur optional hin. Und Sesamöl 1 Teelöffel, dann nehme ich aber jetzt auch 1 Esslöffel. Also ich ändere unten mal die Angaben, weil dann passt das auch. Dann passt das auch besser zusammen von den Mengen. Also 2 Esslöffel Sojasauce, ihr könnt auch gerne mehr nehmen, schmeckt es einfach ab, wenn ihr noch mehr Sojasauce mögt. Und 1 Esslöffel Sesamöl, dann gibt das auch noch einen schönen Geschmack ab. Alles gut durchmischen natürlich. Und ja, jetzt hole ich noch schnell meine Frühlingszwiebel aus dem Garten. Und ja, man kann das Ganze schon angerichtet, also ihr könnt es jetzt abschmecken. Braucht ihr noch ein bisschen Sojasauce oder braucht ihr noch rote Currypaste, wovon ich eigentlich nicht ausgehe. Aber vielleicht benötigt ihr es ja noch und mögt es noch schärfer, als es dann eh schon ist. Und ja, also einfach anrichten, in Schälchen füllen, auf den Teller geben und dann einfach nur noch mit schwarzem, weißen Sesam drüber, ein bisschen garnieren, wenn ihr das mögt, und Frühlingszwiebeln. Ihr Lieben, mein Fried Rice mit Kimchi ist nun fertig. Ja, ich habe das jetzt in so eine Schüssel, in so eine Bowl gegeben. Dann eine Frühlingszwiebel noch pro Schüssel drüber geschnitten und schwarzen und weißen Sesam, wenn man das erkennt. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Rezept ausprobiert. Das ist eigentlich ja, super schnell, wenn ihr das Kimchi nicht noch selbst macht. Geht das super, super schnell. Ist sehr lecker. Ich habe jetzt nur noch ein bisschen Sojasauce noch zusätzlich nachgewürzt. Ansonsten war es schon scharf genug und hat gepasst. Könnt ihr für euch am Ende dann abschmecken, wie ihr das Ganze mögt. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen und ich lasse euch unten in der Infobox noch weitere Reisrezepte da. Zum Beispiel Nasi Goreng und so weiter in vegan natürlich. Findet ihr alles unten. Schaut auch da sehr gerne vorbei. Alles vegan. Und ja, würde ich mich auch sehr freuen. Über ein Abo würde ich mich natürlich umso mehr freuen. Deswegen lasst mir sehr gerne eins da. Und folgt mir auch sehr gerne auf Instagram. Findet ihr ebenfalls unten meinen Account. Da ja, fotografiere ich auch zum Beispiel das hier ab und so weiter. Da könnt ihr mich dann auch im Alltag verfolgen. Ja, würde ich mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.